ist mir natürlich sehr wohl, wenn ich hier im Holzbereich drin bin. Es sind zwar Zimmermann, aber die machen es ja auch gut, oder? Die schreinen noch ein bisschen feiner. Geschätzte Besucher, liebe Gäste von der Holzkette, geschätztes Nationalteam, Kandidaten, wir kommen zu einem weiteren Höhepunkt. Für unsere Woche hier an der Swiss Kings zu Buchs im BZP. Wir kommen zum Wettbewerb Power Zimmermann. Power Zimmermann hat weniger mit Kraft zu tun. Das Holz ist nicht ganz so schwer, als heute mal rumlaufen. Ich darf schnell zwei, drei Worte sagen, um was es geht. In der nächsten Start ist Grössenordnung um 5 vor 6. In den nächsten 30 Minuten, es kommt ein bisschen auf die Kandidaten drauf an. Die Kandidaten sind heute schon den ganzen Tag an ihren Aufgabenstück am Arbeiten, sind jetzt an die Arbeitsplätze schnell am sauber machen und kriegen frisches Holz über, einen Plan. Und der Chefexperte, der Peter Schwarz, wird nachher das Kommando geben, ihr habt es vorhin schon gehört, mit diesen Hölzchen zusammenschlagen. Von diesem Weg startet der Powerzimmermann. Da ist die Idee, dass eigentlich der Plan, was überkommt, das ist ein Holzverbindung, hat man mir gesagt, muss erstellt werden. Am liebsten so schnell wie möglich, so sauber wie möglich, so genau wie möglich. Du, was sagst du als Metalliker zu diesen Hölzigen? Ich würde gescheiter umsatteln. Das Zeug ist viel leichter als Sis. Sis ist einfach zu schwer und ich werde langsam älter. Ich glaube, ich werde noch Zimmermann. Echt? Ja. Nicht Schreiner? Nein, Zimmermann. Hat mir einer gesagt, Schreiner sind noch etwas genauer. Ja, aber das ist mir zu fein. Nein, Zimmermann ist genau richtig. Noch ein bisschen kribbeln, noch ein bisschen aufs Dach kommen, noch ein bisschen Höhe. Ja, das wäre cool. Ich brauche noch mal ein Leben. Bist du ein Mann, lernst du Zimmermann. Bist du keiner, lernst du Schreiner. Und du bist Schreiner? Ich bin Zimmermann. Aha. Was sagst du zu dieser Veranstaltung? Ist eindrücklich, weil ich auf meiner Seite einen Fachmann hier. Aha. Der lernt auch Zimmermann. Hoi, hoi, hoi. Ist der im Verwandtschaftsgrad mit dir? Das ist mein jüngster Sohn. Hoi, hoi. Ja, ja. Das heisst mit anderen Worten, der macht keine Militärkarriere wie du, he? Das wissen wir noch nicht. Nicht? Das wissen wir noch nicht. Aber da ist er völlig libero. Was hast denn du gelernt, weißt, bevor du als Divisionär in Pension gegangen bist? Vermessungsingenieur. Aha, also auch so einen richtigen Beruf noch, he? Ich wäre auch bei den Zimmermannen, nicht beim Schreiner, wie er sagt. Aha, warum jetzt das? Warum jetzt? Weil ich den Spruch auch kenne vom Junior. Du hast einen Schreiner daheim. Wie ist das mit den Männern? Ja, ich habe einen Schreiner daheim und er hat dann halt versucht, den Jungs den Zimmermann auszureden. Aber wie man so gesagt hat, habe ich zwei Zimmermänner daheim und das ist gut so. Ah. Ich bin zufrieden und glücklich und es passt wirklich gut. Ist das jetzt so, als Schreiner neben einem Zimmermann stehen? Kein Problem, eigentlich. Aber ihr seid doch die Genaueren, oder nicht? Kann man jetzt so nicht sagen. Muss alles genau sein am Schluss. Dann hast du einen Sohn, der Zimmermann ist? Genau. Wo sie gerne geehrt wird? Genau. Heiter erfahren einmal. Du, also Felix, du als Fachlehrer. Sind jetzt Schreiner oder Zimmerleute genauer? Frage ist, was ist genau? Oder? Ja. Es gibt da Bereiche, die müssen genau sein, genauso wie ein Schreiner wie bei einem Zimmermann. Der kommt darauf an, was für eine Arbeit. Der Schreiner und Zimmermann, wir haben ja gewisse Arbeitsbereiche, die sich überlappen. Also einen Innenausbau im Gebäude macht sowohl der Schreiner wie auch der Zimmermann. Und das sieht man so oder so. Also man muss den Schreiner genau arbeiten und den Zimmermann. Und dann gibt es Sachen, die sind einfach gröber. Wenn wir ein Dach machen, eine Konstruktion, dann ist das eine gröbere Arbeit, also viel grössere Hölzer. Dort ist es vielleicht nicht ganz die Genauigkeit, dort muss es heben. Mhm. Und ich glaube, für uns ist es, für Zimmerleute ist es nicht konstant eine Genauigkeit, sondern die Schwierigkeit ist der Wechsel. Wann ist was gefragt? Wann muss es wirklich genau sein und sauber sein? Und wann ist aber auch das Tempo und es muss heben? Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich glaube, beim Schreiner ist es eher immer eine sichtbare Arbeit, die tendenziell einfach genauer ist von Anfang an. So, warum bist denn du jetzt Böstler geworden? Also vom Schreiner weg, also ist ja recht eine hochstehende Ausbildung, man kann wahnsinnig schöne Sachen machen. Aber das stimmt, aber ich war dann viel auf Montage und
Dann haben wir Familie und irgendwann willst du am Abend daheim sein, bei der Familie, nicht erst am Freitag, sondern ja, das Schöne ist, wenn man jeden Abend ist. Und dann bin ich per Zufall auf die Post gekommen und habe dort gewechselt. Eben, Helmut, also gleich Türen anschlagen, Fenster rein machen. Ja, halt, alles. Ja, Ladenbau, alles auf Montage. Oder bist du ja nie daheim, oder? Mhm. Und nicht mehr die wirklich Schreinerarbeit. Ja, es ist nicht einmal um es gegangen. Es ist nicht einfach, dass man am Abend nicht daheim ist. Mhm. Und ich habe seinerzeit auch keine Firma gefunden, wo mich musst du können identifizieren mit dieser Firma. Das ist meine Devise. Wenn ich noch einmal arbeite, dann muss ich können hinter dieser Firma stehen. Dann musst du einfach das Herzblut dann auch haben für die Bude. Genau. Tust du daheim mal noch ein bisschen? Ja, tue ich noch ein bisschen. Ja. Also verlernt hast du es noch nicht? Ja, es ist halt heute auch anders. Auch wenn jetzt die Maschinen, die halt heute sind, da komme ich, dann kommst du schon einen Anschlag. Alles digital und ja, es ist halt. Aber für mich daheim lange Zimmer noch. Es kommt immer noch gut raus, wenn ich etwas mache. Dein Sohn hat den Zimmermann gemacht. Glaube, wird genau. Nachher dann, glaube ich, auch so gerne auszeichnet. Das hat er sehr gut gemacht. Das hat etwas vom Vater ja eindeutig mitgenommen. Das ist wirklich ein bisschen ein Stolz, oder? Ja, sicher hat man einen Stolz um so etwas. Ja. Und wenn man einen Krampf hat mit dem Kerl, stolz ist man trotzdem. Aber du bist eben so, gell? Und er hat es nicht auf den Film wählen, aber irgendwie, es braucht schon etwas. Als Mama hast du so miterlebt, so einfach ist der Beruf ja auch nicht. Nein, ist er definitiv nicht. Und eben, wie es da der Herr Schumacher gesagt hat, es braucht wirklich, es braucht vieles. Es braucht auch die Schule dazu. Mama? Und das ist, ja, Mama und der Papa, der braucht es dazu. Genau. Das ist manchmal happig. Aber wenn man jetzt das Resultat sieht, ist man definitiv stolz dazu und das Herz blüht auf. Was bist du für Beruf? Ich bin gelernte Arzthelferin und mit Leidenschaft Mama. Und gell, es ist unglaublich, es hat irgendwie ganz kaum Mädchen, die Zimmermann lernen oder eben Zimmerfrau lernen. Das gibt es wahrscheinlich. Unsere Tochter ist jetzt gelernte Krankenschwester mit HIV-Ausbildung. Und ja, ich denke, es gibt weniger Frauen, die Handwerkerberuf lernen. Eigentlich schade, nicht? Ich finde es auch sehr schade. Aber eben bei uns liegt jetzt vielleicht eher das Medizinische ein bisschen im weiblichen Gen. Ja, du Rolf, Tag 4 oder, von der Championship hier. Wie kommt es an? Was hast du das Gefühl? Haben wir etwas Gutes getan da, oder ist der Aufwand das wert gewesen? Ich glaube, der Aufwand war es wert gewesen. Nur schon rein von der Leistung, die die Teilnehmer abliefern, ist eine coole Sache. Was wir gewusst haben, ist klar, dass nicht der Besucheraufmarsch sein wird, unter bekannten Bedingungen. Aber was man hier sieht, ist echt cool und ist schon der Wert. Ja. Also ein Satz quasi für die Wiege, den wir natürlich nicht durchführen konnten, wo vielleicht da gescheiter war. Jetzt nachdenklich kann man sagen, hätte man es vielleicht können, aber es ist immer schwierig, gell? Ob so viele Leute können, wie man dann auch will. Aber für eine WWO, für all die WWOs, doch eine rechte Anstrengung, nehme ich an. Grosse Vorbereitung, oder? Ist für uns eine Herausforderung gewesen, haben wir noch nie gemacht. In dem Sinn, haben noch nicht gewusst, was genau auf uns alles zukommt. Wir schauen es jetzt so an, als Testlauf für das 23, weil wir es ja dort dann wirklich bekommen haben. Oder nochmal überkommen. Und ich hoffe, dass wir dann noch wieder eine Wiege machen können, dass es endlich mal vorbei ist. Und wir haben ein, zwei Schlüsse, die man daraus ziehen kann. Ich denke, ja, jetzt machen wir es auch zweimal. Man nicht gerade alles neu erfinden für das 23. Wir haben schon sehr viel sauber vorgeleistet und organisiert. In dem Moment ja, einfach ein bisschen mehr Arbeit, aber machen wir ja gerne. Ist es so schwierig, so etwas überzukommen? Also muss man sich richtig darum bewerben? Bewerben haben wir uns eigentlich nicht müssen in dem Sinn. Es war ein persönlicher Kontakt von meiner Seite geschuldet zum Chefexperten, Peter Schwarz, der Weltmeister ist. Wir sind zusammen miteinander in die Weiterbildung. Und irgendwann beim Bier habe ich mal zu ihm gesagt, du, kommen wir dann nicht an einer Wiege mal so etwas machen. Sie selber sind interessiert daran, dass es auch rausgeht in der Öffentlichkeit, in der Schweiz, nicht immer nur am gleichen Ort ist. Wir haben uns dann getroffen im 19. andere Wiege. Sie haben sich die Location angeschaut, die Örtlichkeiten, die Idee, die wir hatten. Sie haben sich dann entschieden, mal, das wär's. Und sind natürlich, wie wir auch, enttäuscht, eigentlich, dass wir keine Wiege machen konnten. Aufgrund von dieser Vorsagen oder auch von diesen Bedingungen, die wir einhalten mussten. Wir haben aber immer gesagt, wir haben Plan B. Und sind auch froh und es ist super unkompliziert gegangen mit dem BCP. Sofort mit ihnen Kontakt aufgenommen. Könnten wir, dürften wir, das wäre unsere Idee. Das Nationalteam ist froh, dass wir den Fortbestand sichern können.
Wir sind eigentlich froh, dass wir die Arbeit nicht umsonst gemacht haben und somit passt es. Eigentlich eine absolute Win-Win-Situation. Also für euch ist etwas möglich gewesen, ihr könnt Erfahrungen sammeln. Und für die Region ist natürlich auch wirklich ein schönes Zeichen gewesen, dass so etwas hier stattfinden kann, oder? Ich glaube, es ist wichtig, dass man das Zeichen setzen kann für unsere Region, für das Werdenberg, aber auch für den Standort Buchs. Dass wir mit der Bildung hier, aber auch mit unseren Holzfachbetrieb, die ja schweizweit tätig sind und einen guten Namen haben im Zimmereibau, dass wir einfach dann können zeigen können, ja, wir Werdenberger sind da, wir machen es und wir sind auch das Mal wieder hergestanden zu unserem Wort und bis jetzt läuft es ganz gut. Ja. Also Standortmarketing für die Region von WWO, also von Seiten des Gewerbes, oder? Also in dem Fall auch eine Power-Organisation, kann man laut sagen, oder? Danke vielmals, ja, kann man laut sagen, ist nie so ein Plan gewesen. Logischerweise sind wir Gewerbepräsidenten der Meinung, dass wir uns hier nirgendwo verstecken. Mit all unserem Können, mit all unseren verschiedenen Gewerbebetrieben oder Dienstleister, die wir bei uns in den Verein haben. Und das ist schon schön, wenn wir, jetzt sind wir halt gerade in einer speziellen Sparte hinten, aber ich denke, wir haben auch noch mehrere Facetten und könnten jederzeit mit anderen noch antreten.
Bist du zufrieden? Ich sage nichts dazu. Ja, ja, das ist gut. Und du bist auch zufrieden? Das kommt gut. Aufwand der Ertrag stimmt. Gell? Ja, ja. Wir wissen, wie viel Aufwand er betrieben hat dafür. Ist gut geraten, gell? Ja, mir jetzt schon damals. Der Papa hat gesagt, du hättest ein Stück aus viel ausgeschnitten. Ja, Sachen gibt's. Sind du immer bei der Olma gewesen, schon vorbereitet? Ja, selbst. Olma ist bei uns wichtig. Dann geht man an die Olma, aber ja. Und gell, mit einer gewissen Entspannung kann man auch das besser. Ja. Ein bisschen Ablenkung habe ich vorher auch gebraucht von den Whiskys. Da war ich immer an der Olma. Was muss Holz so machen? Ja, das weiss ich schon. Darum setze ich mich auf das Holz ein. Wenn du es so zuschaust, was denkst du so? Hast du so nachdenklich und bewundernd geschaut? Oder wie war der Blick zu heute? Ja, ich hatte gerade ein bisschen Mühe, um das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Aber ich persönlich könnte es sicher nicht besser. Ich denke, es ist eine wahnsinnige Herausforderung, im Prinzip aufgrund von diesem Plan in kurzer Zeit, das vor allem auch geistig umzusetzen und nachher irgendwie ins Materielle umzusetzen. Also, ich bewundere die, die es gut und richtig machen.